herzlich willkommen zu meiner heutigen Pilatesstunde. Ich wünsche dir viel Spaß beim Mitmachen. Spür wie immer deine Füße, Ferse am Boden, Zehenbein, Innenseite und Außenseite. Drück die drei Punkte fest in den Boden hinein. Lass die Knie leicht gebeugt. Spür, dass dein Becken in der neutralen Position ist. Schultern einfach mal nach hinten, unten halten. Spür deinen Kopf, spür, wie du den Kopf nach oben schiebst und deine Hände fallen lässt. Leg einfach mal dein Ohr Richtung linke Schulter und Richtung rechte Schulter. Einfach mal sanft den Nacken ausbewegen. Lass, wenn es geht, die Augen dabei offen. Ist gut für den Gleichgewichtssinn. Komm zurück zur Mitte und dreh mal den Kopf nach links und rechts. Spür, dass du fest auf deinen Füßen stehst. Spür auch deinen restlichen Körper. So, komm zurück zur Mitte, Nase Richtung Brust und leicht nach links und nach rechts rollen. Ganz sanft nach links und nach rechts. Noch ein letztes Mal. Nochmal nach rechts, dann Nase wieder Richtung Brustbein. Roll dich nach oben wieder auf. Schieb meine Brust nach hinten und nach vorne. Mach dich rund. Und wieder raus, spür, dass du mal nur in deinem Brustwirbelbereich in der Bewegung bist. Noch zweimal. Danach bleibst du wieder in der Mitte und nimm mal die rechte Hand Richtung Knie und links. Lass beide Füße gleich fest in den Boden gedrückt, dass dein Becken schön stabil bleibt. Und dann malen wir einen Halbkreis. Bleib mal links, schieb die Brust rein, roll dich über rechts und zurück. Und wieder zurück. Halbkreis. Beide Füße bleiben immer noch gleich fest am Boden. Noch ein letztes Mal, dann kommst du wieder in die Mitte und roll dich nach oben auf und kreisel dein Becken. Schön kreiseln. Stell dir vor, du hast ein Buch auf dem Kopf. Schieb das Buch zur Decke nach oben. Spür, dass dein Oberkörper hier in dem Bereich ganz fixiert bleibt. Richtung wechseln. Man startet ja immer in der leichteren Runde. Jetzt kommt dann eben die schwierigere Runde. Aber auch das bekommst du hin. Und komm zurück zur Mitte. Atme ein durch die Nase und atme aus durch den Mund. Ein durch die Nase, aus durch den Mund. Hoch. Gerade, rund, nach oben aufrollen, zieh dich hoch. Gerade, rund, nach oben aufrollen. Auch nicht zu langsam, wir wollen so ein bisschen den Kreislauf nochmal anregen. Das nächste Mal kommst du mit auf die Zehenspitzen, wenn du die Hände nach oben ziehst und wieder tief. Nochmal nach oben und mit geradem Rücken und rund aufrollen. Zweimal, zieh dich hoch, gerade und eins noch, zieh, bleib oben, Arme nach oben, ausatmen und hoch. Deine Kniescheiben schauen nach vorne. Lass die Kniescheiben nach vorne zeigen, immer noch.
Kerze auspusten beim Ausatmen, letztes Mal. Lass die Arme oben, Schultern tief, Zehenspitzen hoch, Popo nach hinten, Knie ein bisschen beugen und zack, zack mit den Armen. Fersen wieder tief, Gewicht nach hinten, hängen lassen. Roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Arme wieder über den Kopf ziehen, Schultern tief. Hoch auf die Zehenspitzen, Popo nach hinten, Knie beugen, über dem Kopf hackeln. Weit nach hinten die Arme, Fersen tief, fallen lassen. Roll dich nach oben, noch einmal die Arme hoch, Schultern tief, Fersen hoch, Popo zurück, Fersen tief, hackeln. Atmen, ein und aus und fallen lassen. Roll dich nach oben wieder auf. Roll einmal die Schultern aus und lass die Schultern hängen. Nimm die Arme mal zur Seite, Schultern hängen lassen. Rechten Fuß schieben wir zur Seite und ziehen wir ran. Schieben wir zur Seite, ranziehen. Genau. So, wenn wir zur Seite gehen, kommt die Zehenspitze hoch. Zur Seite und ranziehen. Seite. Spür, dass du auf deinem linken Fuß einen festen Halt hast. Hopp. Das nächste Mal kommen wir ins hohe Passé. Hopp. Passé. Hopp. Passé. Du kannst immer auch die Zehenspitze wieder am Boden lassen, wie bei der ersten Runde. Daumen nach hinten drehen. Das nächste Mal, wenn wir ins Passé kommen, nehmen wir den Oberkörper mit. Hopp und dreh. Und hopp und dreh. Zieh. Langen Körper. Das erfordert ein bisschen mehr Gleichgewicht, wenn der Blick mitgeht. Wenn du natürlich nach vorne schaust und dich drehst, ist es viel einfacher. Du nimmst aber den Kopf mit. Ha! Sonst ist es zu leicht. Hopp. Und hopp. Gut. Zweimal noch. Eins. Zwei. Komm zurück zur Mitte. Fuß wieder tief. Schulter nochmal ausrollen. Nimm die Arme nach vorne. Schieb beide Hände nach vor. Zwick die Schulterblätter zusammen. Schieb die Arme vor, Schulterblätter zusammenzwicken. Lass deine Arme ganz gestreckt. Stell dir vor, du schiebst einen Luftballon vor und zurück, den du in deinen Handflächen hältst. Drück mal den Luftballon so ein bisschen mehr zusammen, um die Brustmuskulatur noch ein bisschen mehr zu aktivieren. Bleib aufrecht, nicht nach hinten kippen, bleib aufrecht. Ich hoffe, dir ist schon ein bisschen warm. Jetzt kommt der Kälteeinbruch, die Tage. Und noch ein letztes Mal, dann lässt du deine Schulterblätter wieder zusammen. Nimmst die Arme aus. Links, raus, rein, raus, rein. Spür dein rechtes Bein. Spür, wie fest du deine Zehenballen und die Ferse im Boden hältst. Fuß in die Luft, wenn wir zur Seite gehen. Hopp, niedrig. Hopp, Coupé. Hopp, und zum Coupé. Und noch einmal. Dann kommen wir auch zum Passé. Hopp, ab ins Passé. Hopp, Passé. Genau. Hopp. Schultern bleiben tief, bitte. Großer Abstand zu Schultern und Ohren, die haben sich nicht so gern. Die brauchen Abstand. Hopp. Wir drehen den Oberkörper mit, auch den Kopf, sonst wird es zu leicht. Hopp. Kannst immer wieder mit dem Fuß natürlich hier auf den Boden kommen, wenn du magst. Kannst natürlich auch immer in der Luft bleiben.
Spür, wie deine Atmung dir hilft. Kerze auspusten beim Ausatmen. Noch zweimal. Und noch einmal. Komm zurück. Fuß wieder anziehen, auslockern. Trink einen Schluck, wenn du durstig bist. Wir treffen uns dann im Vierfüßlerstand wieder. So, Stimmbänder geölt, dann kann es schon weitergehen. Schieb deine Schulterblätter fest in die hinteren Hosentaschen. Nicht durchhängen, sondern schieb die Brust wieder nach oben. Verstecke deine Schulterblätter. Streck mal dein linkes Bein nach hinten. Rechte Zehenspitze hoch. Linkes Bein point hoch und tief. Hoch und tief. Spür mal, dass du dein Gewicht auf beiden Händen gleich fest hast. Spür die Spannung in deinem ganzen Rumpf. Stell dir vor, da sitzt ein Kuscheltier auf deinem unteren Rücken. Und das Kuscheltier darf nicht runterfallen. Wenn du so machst, dann fällt das Kuscheltier runter. Das wollen wir nicht. Es soll da sitzen bleiben, wo es ist. Hier auf dem unteren Rücken. So, wenn dein linker Fuß hochgeht, nimm die rechte Hand mit, einatmen tief, ausatmen rechte Hand, Fuß hoch, einatmen tief. Deine Nasenspitze leuchtet immer auf demselben Punkt. Halte die Spannung in deinem ganzen Rumpf. Willst du dich mehr herausfordern, dann nimm den Arm mit nach oben und tief mit hoch. Denk daran, der rechte Fuß bleibt oben. Kuscheltier bleibt auf dem Rücken. Letztes Mal. Versuch jetzt mal gestreckt zu bleiben. Hier oben. Klein und gemein. Klein und gemein. Versuch es. Versuch es. Klein und gemein. Spannung vom Finger bis zur Zehenspitze. Komm langsam tief. Ausatmen vom Becken beginnen rund. Einatmen locker lassen. Ausatmen rund. Einatmen locker. Zweimal noch, rund, letztes Mal, dann bleibst du wieder hier, kommst auf den Unterarm, Füße aufstellen, ausatmen, Knie hoch, einatmen, tief, Schulterblätter runterschieben Richtung Popo und die Nase, die leuchtet immer auf denselben Punkt. Das ist mir wichtig. Stell dir vor, du willst mit deinen Füßen die Matte Richtung Ellenbogen schieben. Einmal noch. Nimm die Knie zurück zum Boden, leg dich auf den Bauch. Füße zusammenbringen und die Hände hinten auf dem Rücken. Wir machen heute nochmal den Double Leg Stretch. Schulterblätter fest zusammenschrauben und am Bauchnabel ist das Siegelbaby, Schambein in der Matte lassen. Füße, Kick, Kick, einatmen, Beine grätschen, hoch. Ausatmen, schließen, Kick, Kick, einatmen, grätschen, hoch. Letztes Mal, danach nehmen wir die Arme mit. Ausatmen, Kick, Kick. Beine grätschen, Arme mit. Schließen die Beine, Kick, Kick, hoch, Arme dazu. Nochmal. Denk immer noch an das Igelbaby unterm Bauchnabel, dass das noch erwachsen wird. Falls du immer die rechte Hand unten hattest,
jetzt die linke Hand runter. Dass nicht immer allen die Hände gleich sind, sondern mal die linke Hand, mal die rechte Hand oben ist. Letztes Mal. Komm zurück, Hände aufstützen, Vierfüßlerstand. Ausatmen, vom Becken beginnen, rund werden. Einatmen, vom Becken beginnen, gerade. Spür, wie du am Becken startest, egal ob du gerade oder rund wirst. Du startest immer beim Becken. Und noch ein letztes Mal, beim Becken rund, beim Becken gerade. Spüre jetzt deine neutrale Beckenposition. Brustbein schiebt hoch, Schulterblätter in die hinteren Hosentaschen packen. Nicht zu viel vorne, sondern spür, dass du ein bisschen mehr hinten bist, um die Handgelenke zu schonen. Dein rechter Fuß kommt hinter, deine linke Zehenspitze hoch. Rechter Fuß point, ausatmen hoch, einatmen tief. Spüre, dass du immer dein Brustbein eher nach oben schiebst. Beide Hände sind gleich fest in der Matte. Auch hier hast du mal wahrscheinlich eine Lieblingsseite. Ich bin jetzt auf meiner Nicht-Schoko-Seite. Spüre die Spannung bis zu deinen Zehenspitzen. Bauch auf Spannung halten. Linke Hand, bisschen hoch und zurück, bisschen hoch und tief. Denk an dein Kuscheltier, was auf deinem Rücken sitzt. Dann ist auch die Bewegung nicht so groß, aber dein Rumpf bleibt stabil. Trage dich mit deiner Bauchmuskulatur, dass du wenig Gewicht auf deiner rechten Hand hast. So, wer mag, kann den linken Arm mehr mitnehmen. Bauch schön auf Spannung halten. Noch einmal, danach klein und gemein. Versuch oben zu bleiben. Versuch zu atmen. Die Atmung ist immer die beste Freundin, die hilft. Bauch auf Spannung halten. Komm langsam tief auf den Unterarm. So. Marschiere mit deinen Knien ein bisschen weiter nach hinten. Ausatmen, Knie hoch, einatmen, tief. Ausatmen, hoch, einatmen, tief. Mit den Füßen Matte Richtung Ellbogen schieben, um die Spannung zu halten. Schieb die Schulterblätter wieder nach unten. In die hinteren Hosentaschen hinein. Pilatesatmung geht im Brustkorb, in die Rippen, in die Schulterblätter, damit der Bauch auf Spannung bleiben kann. Noch einmal. Und kommen wir nochmal zum Double Leg Kick. Komm auf den Bauch. Mal ist die linke Hand unten, mal die rechte Hand unten. Füße zusammen. Igel Baby und auf geht's. Einatmen, Beine grätschen. Ausatmen, Kick, Kick. Einatmen. Spür die Spannung, wenn du kickst, dass die Nase immer auf denselben Punkt leuchtet. Immer bei der Ausatmung schaut die Nase auf den gleichen Punkt an der Matte. Bauch auf Spannung halten.
noch einmal. Danach stützt die Hände auf. Komm nach oben, eine Runde Shell Stretch. Knie auseinander, Hände nach hinten. Atme einmal in den Bauch. Dann rollst du dich Wirbel für Wirbel nach oben. Schultern auslockern. Sehr gut. Wir setzen uns, dass wir die Matte hinter uns haben. So. Füße sind noch fest auf dem Boden. Schultern sind tief. Hände nach vorne. Ausatmen. Versuch jetzt mal den unteren Rücken rund zu machen und gerade. Wenn du einen Pilates-Ball hast, kannst du den mal da hinsetzen. Oder du stellst dir vor, du hast einen Luftballon hier unten und du drückst nur dein Kreuzbein und die Lendenwirbelsäule in den Luftballon und lässt los und sonst drückst du nichts in den Luftballon hinein. Schultern fallen tief. Noch einmal. Dann bleibst du gerade, nimm mal deine Füße und deine Knie zusammen. Ausatmen, die Hand streift über den Boden, du kommst mit dem Oberkörper nach hinten. Einatmen, zurück zur Mitte. Knie bleiben fest zusammen. Stell dir vor, da liegt ein Buch oder ein Tablett auf den Kniescheiben und es darf nicht runterfallen. Oder das Kuscheltier von vorhin. Denk dran, dass der Oberkörper mit nach hinten geht und zwar rund. Dass du dich rund machst und nach hinten gehst. Willst du dich ein bisschen mehr anstrengen? Dann geht der Arm über oben. Halbkreis über oben nach hinten, über oben nach vorne. Denk dran, dass deine Knie zusammenbleiben. Ist immer noch dein Kuscheltier oder ein Tablett auf den Kniescheiben? Die dürfen sich nicht bewegen. Jede Seite noch einmal. Danach bleibst du wieder in der Mitte. So, nimm die Knie ein bisschen auseinander. Hände zwischen den Knien. Raus zu den Außenknöcheln. The Seal. Wenn du die nächste Übung nicht magst, machst dich rund und gerade als Option, wenn du die Übung nicht magst. Kopf bleibt weg vom Boden. Klatschen. Hinten klatschen. Hoch klatschen. Rund. Denk dran, der Kopf bleibt weg vom Boden. Rund und gerade. Wenn du hochkommst, mach dich gerade und rund nach hinten. Eine chillige Übung zwischendurch. Letzte Wiederholung, dann kommt der Ernst wieder zurück. Bleib hier. So, jetzt nimm mir die Hände an die Außenknöchel. Bleib ganz gerade sitzen. Ausatmen, einmal strecken. Einatmen, tief. Ausatmen, strecken. Als Option kannst du natürlich den Fuß auch am Boden entlang machen, wenn es nach oben zu viel schwierig ist. Brust raus, mach dich lang, spür, wie dein Oberkörper immer länger wird. Am besten sind die Füße in Point, beide Beine zusammen und die Hände bleiben außen, dass du nicht zu fest ziehst, weil man will ja dann hier irgendwie schummeln. Lass die Hände außen, die Finger lang. Brust raus. Und noch einmal. Dann bleibst du hier, nimmst die Knie zusammen und kommst auf den Unterarm.
Hände, wenn du willst, hier um das Kreuzbein. Drückst das Kreuzbein in die Hände, dass du Spannung hast und Brust raus. Wenn du spürst, dass du hier den unteren Rücken fixierst, kannst du die Hände auch wieder locker lassen. Tipp, Tipp, Brust raus. Großer Abstand zwischen Schulter und Ohr. Spür mal, dass dein Hals total lang ist. Ganz langen Hals machen. Komm zurück zur Mitte, streck die Beine aus, komm nach oben. Die Hände schauen entweder nach außen oder zum Popo. Ausatmen, komm hoch, einatmen, tief. Ausatmen, hoch, einatmen, tief. Und nochmal, schieb dich nach oben. Spür die Spannung in den Beinen, dass die Knie auch gerne leicht gebeugt sind. Lass die Knie ganz leicht gebeugt. Noch einmal. Dann bleib sitzen. Hände ziehen einmal nach vorne. Lass dich einmal kurz hängen. Roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben wieder auf. Wir drehen uns zur Seite. Komm auf den Unterarm. So, Knie leicht beugen. Schultern rausdrücken. Hier, Knie kommt hoch, zurück. Halte die Hand an deiner Hüfte, dass die nicht nach hinten ausweicht. Genau. Schön Knie hoch und tief. So, wir variieren. Es wird anstrengender. Hoch, Knie, tief, Popo tief. Popo hoch, Knie und komm tief. Hoch, Knie, nochmal. Halte immer die Schulter hier wieder rausdrücken, dass du nicht zusammenfällst. Bleib immer auf Spannung. Und tief, hoch, Knie und nochmal. Hoch, Knie, spür die Atmung. Dass du dir da hilfst mit der Atmung. Gut, einmal noch. Danach bleiben wir um. Hoch, Hand, zieh tief und hoch. Komm tief und hoch. Der Popo bleibt in der Luft. Tief und hoch. Zieh. Nochmal. Und spür, wie du atmest, wie du in deinem eigenen Rhythmus die Bewegung machst. Einmal noch. Bleib oben. Dann kommt der Popo tief. Halte mal deinen Unterschenkel fest und ihren Fuß nach vorne. Zieh dich in die Mermaid. Beide Popobacken in den Boden drücken, auch die linke. Zieh dich lang, atme seitlich in die Rippen. Zurück, schwing die Füße nach rechts. Einmal in die Mermaid. Zieh. Komm zurück. Bring die Füße rüber, Knie übereinander. Komm auf den Unterarm, Popo vorschieben, Knie hoch und tief, hoch und tief. Hier wieder Abstand halten, dass du nicht hängst, drück dich aus der Schulter raus. Schulterblatt nach hinten unten einhaken. Dein Becken leuchtet nach vorne. Das ist eine Bewegung wirklich für die Hüfte. Genau. Wir machen die Kombo, wir kommen hoch, zieh tief nach unten. Spür, wie die Atmung dir hilft. Ob du jetzt mit der Ausatmung hochgehst oder mit der Einatmung, ist egal. Aber spür, dass die Atmung dabei ist.
Immer schön Kerze auspusten mit der Ausatmung. So mehr Spannung hast du im Bauch. Und zweimal noch. Wir bleiben oben. Stopp. Hand und in die Rotation. Dein Kopf kommt mit hoch. Nase zur Matte, Nase zur Decke. In deinem Rhythmus. Noch einmal. Dann bleibst du oben. Kommst langsam tief. Noch ein letztes Mal. Nochmal die Mermaid. Zieh. Komm zurück. Schwing die Füße zum Mattenende. Füße fest zusammen. Schultern nach hinten tief. Hände vor. Ausatmen. Unteren Rücken rund. Einatmen gerade. Stell dir vor, wieder Luftballon ist hier unten und den unteren Rücken, dein Kreuzbein drückst du in den Luftballon und lässt wieder locker. Noch einmal, das ist ja nur die Vorübung. Ausatmen, rund nach hinten kommen, drehen, deine Knie sind zusammen. Füße sind zusammen. Wenn du willst, kannst du auch gleich über oben drehen. Unteren Rücken rund, nach hinten, Rotation. Solltest du die Bauchmuskulatur spüren, die schrägen Bauchmuskeln. Und die Füße versuchst du ganz schwer im Boden zu lassen. Du kommst nur so weit nach hinten, dass die Zehenspitzen am Boden bleiben. Ausatmen nach hinten. Noch einmal. Wir treffen uns hier wieder. Knie auseinander, Hände durch zum Außenknöchel, Füße hoch. Bis sie rund nach hinten. Wenn du nicht magst, machst du dich nur rund und gerade. Wenn du rollst, achte bitte darauf, dass der Kopf den Boden fern bleibt. Hoch und zwischendurch klatschen.